Wir begrüßen euch zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Richte deinen Fokus auf Jesus, gerade wenn dein Herz schwer ist und du nicht mehr weiter weißt. Das wird dich aufrichten, wenn du den Blick wegwendest von deinen Schwierigkeiten und auf Jesus hin. Dann kommt Hoffnung und Vertrauen. Einfach den Fokus auf Jesus setzen und nicht auf die Probleme. Ja, genau, Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Überlebensmodus oder Fülle? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Überlebensmodus oder Fülle, da lesen wir in der Bibel in Epheser 1, 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslicher großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ja, Überlebensmodus. Wir sind in eine Zeit geraten, wo wir denken, gerade jetzt, wenn wir wieder an den Winter denken, Überlebensmodus. Wie schaffe ich das? Und gerade so, dass ich durchkomme und ja, das reicht dann und so weiter. Ja, ich möchte hauptsächlich auf den geistlichen Bereich heute beziehen. Da sind manche auch im Überlebensmodus. Ach ja, mir reicht eine YouTube-Sendung, mir reicht da ein bisschen was lesen, dort ein bisschen was beten. Ich sage nicht, wenn du das alles viel tust, dass du dann besser bist, aber es ist wirklich so, dass Gott dir die Fülle geben möchte, ganz besonders im geistlichen Bereich. Er möchte dir die Fülle geben. Und die Fülle ist nicht nur irgendwas Pflichtmäßiges zu tun, das irgendwo geistig, christlich sich anfühlt, sondern die Fülle zu erleben ist, wenn wir uns öffnen für Gott und er uns richtig volltanken kann. Und das sieht bei jedem anders aus. Aber so richtig vollgetankt ist halt was Wunderbares. So wie in dieser Zeit, also man wirklich Geld in die Hand nehmen muss, wenn man voll tankt, wenn man die Tankstelle geht. Es gibt ja Leute, die sollen immer nur für 10 Euro tanken. Ja, was hat man für 10 Euro? Immer weniger. Immer wenn man das Gleiche macht, immer weniger. Auch im geistlichen Bereich. Wenn du immer das Gleiche machst, es wird eigentlich immer weniger, nicht mehr. Oder es ist irgendwas, aber du kannst nicht richtig halten. Die Fülle wünsche ich dir, die Fülle gibt es dir, hol sie dir ab. Und ich danke dir, Herr, dass die Fülle in dir ist. Und Herr, lass uns nicht so ein geistiges Überlebensmodus leben, das keinen Spaß macht, sondern wirklich in der geistigen Fülle, dass wir uns wohlfühlen in dieser Welt, die so komisch geworden ist, die so undurchsichtig und Herr, wo so viel Angst umhergeht. Ich danke dir dafür, dass du ganz besonders die geistige Fülle für uns hast, dass die nie geschmälert wird. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist ein Gott, der hilft. Und deshalb beten wir. Und eine Frau bittet um Gebet, da Ärzte nicht weiter wissen. Ständig wiederkehrende Schwindelanfälle mit Gleichgewichtsstörungen und Tinnitus. Laut Ärzten verschiedene Ursachen. Sie versuchen verschiedene Therapien, aber immer wieder kommt es zu starken Rückfällen. Ich werde immer unsicherer und traue mich kaum, allein unterwegs zu sein. Ich wünsche mir so sehr ein starkes Eingreifen Gottes. Und Jesus, du siehst, dass diese Frau ihr ganzes Vertrauen auf dich setzt. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihr Leben, dass diese Schwindelanfälle und diese Gleichgewichtsstörungen und Tinnitus, dass das aufhört. Danke, Jesus, dass du wiederherstellst, was da kaputt ist. Und wir danken dir einfach für dein Eingreifen, dass du diese Person kennst und dass du wirklich auch da ja, wunderbar Hilfe schenkst und dass dein Heilungsstrom durch diese Frau fließt. Danke, Jesus. Du bist der Herr und wir legen es in deine Hände und ich danke dir, dass du dieses Vertrauen belohnst. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Ich möchte heute für alle Anliegen beten, die wir hier aus Zeitgründen nicht vorlesen können. Es gehen so viele Anliegen ein. Und da wir nicht alle nennen können, möchte ich gerne für alle beten. Und ich habe einige Beispiele hier. Parkinson zum Beispiel, Herzfehler, Migräne, Allergien, Panikattacken, Frauenkrankheiten, Missbrauch, raus aus Wut und Bitterkeit, Krebs und viele, viele andere Schwierigkeiten und Dinge, wo Lösungen gebraucht werden. Und da möchte ich für alle die beten, die uns irgendein Anliegen geschickt haben. Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Person kennst, die geschrieben hat, die an dich geschrieben hat. Und danke, für die, dass du dieses Vertrauen auch ehrst und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Du kennst jede Person. Du kennst auch alles, was ich vorgelesen habe. Die Krankheiten und die Probleme und auch mit Haus und Familie und Arbeitsplatz und was sonst noch alles da an Anliegen hereingekommen ist. Danke, Jesus, dass kein Anliegen ungehört bleibt, dass kein Anliegen verloren geht, sondern dass du alles kennst und dass du alles weißt. Und ich danke dir, dass du diese Menschen berührst, dass du eingreifst, dass alles entmachtet ist, was Schmerz ist und was Krankheit ist. Und wir danken dir einfach, dass du alles vollbracht hast am Kreuz und dass du diesen Menschen begegnest und dass du eine Lösung hast für jedes einzelne Problem. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne dafür. Und ein Gebetsanliegen ging ein für eine Mama. Sie hat uns erreicht per E-Mail. Guten Tag, liebe Isolde und Daniel. Bitte betet für die Heilung der offenen Wunde an dem rechten Fuß meiner Mama. Ich danke euch und glaube und vertraue, dass Gott uns erhören wird. Danke für Gottes Hilfe. Ja, danke, Herr. Du siehst dieses Vertrauen, du siehst, Herr, diese Liebe zu dir und wir wenden uns, Herr, voller Liebe auch zu dir. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du diese offene Wunde kennst, siehst, weißt. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass die ganzen Voraussetzungen wieder da sind, Herr, dass die Durchblutung wieder da ist, dass diese Wunde jetzt beginnt zu heilen. Und Herr, wir bitten es, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Frau hat Probleme mit ihrem Blutbild und bittet um Gebet. Bitte um Gebetsverstärkung für mein schlechter werdendes Blutbild. Habe aggressiven Brustkrebs. Oh. Danke, Herr. Und wenn es noch so aggressiv ist, Herr, danke, wir glauben, du tust Wunder. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, durchflute, Herr, du den ganzen Krebs, den ganzen Brustkrebs mit deinem heilenden Blut, Herr. Ich danke dir dafür, dass du dein Blut vergossen hast, auch für Heilung, auch für Rettung, aber auch für Heilung. Und danke, dass dieser Krebs weichen muss, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott tut Wunder, das schreibt auch diese Frau, die eine Gebetserhörung erfahren hat. Umzug nach Karlsruhe. Nach einer Israelreise entschieden wir uns, nach Karlsruhe umzuziehen. Es sah nicht gut aus für unser 6 Personen mit Wohnung und Arbeitsstellen. Wir baten um Gebet. Mit großer Dankbarkeit können wir euch mitteilen, der Herr hat Großes an uns getan. Wir haben 3 Wohnungen wie für uns gemacht bekommen und mit viel Hilfe wunderschön eingerichtet. Auch was die Arbeitsstellen betrifft, geschehen Wunder. Wir staunen über die großen Taten Gottes und danken euch herzlich. Ja, Gott tut wirklich Wunder. Gott hat eingegriffen, schreibt uns ein Mann aus Bayern. Danke für allen Fürbittern. Dank sei Gott dem Herrn. Nach sehr schwerer Erkrankung, die mich zusehends ans Bett fesselte, griff der Herr ein. Ich kann schon wieder Haushaltstätigkeiten verrichten und mit meiner Frau einkaufen gehen. Wie schön. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau Folgendes. Nach dem Tod meiner beiden Schwestern im November 2021 stand ich vor großen Problemen und Ängsten. Gott hat meine Gebete erhört und mir in jeder Situation bis heute wunderbar geholfen. Ihm allein gebührt Preis, Dank und Ehre. Und danke für eure Gebete. Und
Eine andere Frau berichtet von 3 Gebetserhörungen. Danke für die Gebete. Mein Bruder hatte nur noch 10% Herzleistung. Nach dem Gebet geht es ihm jetzt wieder gut und er kann wieder arbeiten. Meine Mutter hatte Thrombose und Lungenembolie. Nach dem Gebet fühlt sie sich jetzt wieder stärker und kräftiger. Und die 3. Gebetserhörung ist, dass mein Neffe eine Lehrstelle bekommen hat. Wie großartig, 3 Gebetserhörungen. Das ist großartig, so richtig eine ganze Serie bei einer Familie. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ja, Überlebensmodus oder Fülle. Überleg dir mal, in welchem Bereich du Fülle möchtest, wo du nur im Überlebensmodus da bist, wo du sagst, na ja, das reicht und wenn so ist, geht's. Überleg dir mal einen Bereich und nimm dir vor, von Gott die Fülle in diesem Bereich zu haben. Bitte Gott darum und ich sag dir, er wird es dir geben. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, es ist Sommerzeit, es ist Ferienzeit. Und wenn du in den Ferien bist, dann wünsche ich dir richtig alles Gute, erhol dich gut. Wir haben aber trotzdem jeden Sonntag, ohne Ausnahme, jeden Sonntag Gottesdienst. 10 Uhr sind wir wieder für dich da. Im Livestream oder über YouTube. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit und bis bald. Tschüss. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.